Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Wir kochen heute zusammen einen Kichererbsen-Eintopf bzw. einen Hülsenfrüchten-Eintopf. Den kann man nämlich auch super mit roten, weißen Bohnen oder dicken Bohnen machen. Wir verwenden dafür Kichererbsen, rote Zwiebeln und Knoblauch. In unserem Fall benutzen wir noch eine vegane Alternative zu Hühnchen. Das ist jetzt von Like Meat, das Like Chicken. Aus Soja, Gemüsebrühe. Als Gewürze verwenden wir Koriander, Paprikapulver, Petersilie, Pfeffer und Salz und etwas Harissa-Paste. Das Ganze braten wir in einem pflanzlichen Öl an. Wir beginnen damit, dass wir das Öl in einem weiten Topf erhitzen. Ich verwende hierfür wieder einen gusseisernen Topf. Er braucht etwas länger zum Warmwerden, hält dafür aber die Wärme etwas länger. Und das ist eben gerade bei Eintöpfen und allem, was länger brutscheln oder vor sich hin kochen muss, eben besser. Sobald das Öl heiß genug ist, geben wir die Zwiebeln und den Knoblauch hinein. Das Ganze lassen wir es brutscheln, bis die Zwiebeln einigermaßen glasig sind. Wenn die Zwiebeln dann leicht glasig sind, fügen wir das Hähnchen dazu und braten es rundherum etwas an. Eine Ewigkeit später. Im nächsten Schritt geben wir die Tomaten mit rein. Reduzieren das Ganze jetzt noch auf mittlere Hitze. Zudem geben wir die Gemüsebrühe dazu. Hätte ich vorher nochmal umrühren können. Wir haben noch etwas Wasser übrig. Es empfiehlt sich auch, einen Teil des Wassers in das Glas von den passierten Tomaten bzw. von den stückigen Tomaten zu geben. Einmal durchschütteln und den Rest hinzufügen. Man muss ja nichts unnötig im Glas lassen. Jetzt fügen wir noch die vorgekochten, abgetropften und abgewaschenen Kichererbsen dazu. Könnt natürlich auch frisch selbstgekochte nehmen. Des Weiteren geben wir jetzt noch unsere Gewürze dazu. Den Koriander, Paprikapulver, die Petersilie, Pfeffer und nur etwas Salz, da die Gemüsebrühe von sich aus schon Salz enthält. Jedenfalls in den meisten Fällen. Dann kommt noch die Harissa-Paste mit dazu. Des Weiteren geben wir jetzt noch den Saft von 2 Zitronen mit rein. Habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, aber ich schreibe es auf jeden Fall ins Video mit rein und auch in die Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr auch wie immer alle Angaben und das Rezept nochmal als solches. Jetzt erhöhen wir den Herd nochmal auf höchste Stufe, lassen es kurz aufkochen und sobald es blubbert, lassen wir es mit geschlossenem Deckel ca. 5 bis 10 Minuten vor sich hinköcheln. Und jetzt, da das Ganze einmal ordentlich brodelt, nehmen wir uns einen Deckel, verschließen das Ganze, reduzieren die Herdplatte auf mittlere Hitze und lassen das jetzt 5 bis 10 Minuten vor sich hinköcheln. Eine Ewigkeit später. Zwischendurch umrühren. Wenn das dann soweit fertig gekocht ist, könnt ihr es natürlich nochmal nachwürzen, je nachdem, wie es euch dann so schmeckt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass darin auch noch Feta oder eine vegane Alternative zu Feta sehr gut schmeckt. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass da vielleicht Sojabohnenkeimlinge oder Mungobohnenkeimlinge mit reinpassen. Man könnte übrigens auch meinen, dass mein Kanal irgendwie sehr rotlastig ist, wenn ich mir das mal so anschaue. Die Soljanka, das Gulasch, das Lecho und jetzt dieser Eintopf. Könnte vielleicht daran liegen, dass es meine Lieblingsfarbe ist. Oder aber daran, dass es einfach gut schmeckt. Das war es wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.